Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer G-Ding am Start. Wir haben die Ausgrabungsstätte gefunden. Und ich habe wieder mal meine überaus fetten Skills bewiesen, wie ich hier die Bugs ausschalte. Ah, Blue Suns. Resistant, little bitches. Was ist dieser Sound? Oh mein Gott. Das ist bestimmt ein mächtiges Artefakt, was pulsiert und dann drrrt. Oh, Tango. Dr. Oloy muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Oloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Ja, den getötet. Credito. Por favore. Credito di assassini. Das nehme ich mit. Ja, wir müssen auch, ich glaube jetzt, wenn wir das hier geschafft haben, Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Rekrutieren wir diesen stinkenden Wissenschaftler. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses, damit wir mal unsere Sachen tunen können. Da hätte ich echt Bock drauf. Weil ich glaube, das macht schon Sinn. Das würde echt Sinn machen, das Relikt, den Prof zu haben. Ja, wo ist das denn? Nein! Hier, Alter. Jetzt blau, weiß. Da muss das erstmal kommen, damit man das knacken kann. Bitches, Alter. What the? Edel, muss ich sagen. Das sieht edel aus, das Ding. Wake up. Shepard packt immer alles an und macht alles kaputt. Das war schon in dem ersten Teil so. Er packt irgendwas an und irgendwas passiert. What the? Nice, eine große Murmel. Cool. Wir haben aus einer sehr großen Murmel eine große Murmel gemacht. Science, bitch. Oh, das haben wir. Okay, haben wir jetzt wieder was Neues? Der verschollene Agent. Oh, wir machen jetzt, wir holen uns jetzt den Professor, Alter, oder? Oder? Ich weiß auch nicht, welcher der Professor ist. Warlord, der Professor. Dosier der Professor, das machen wir jetzt. Weil ich will jetzt diese Scheiße da machen. Ich will den jetzt haben im Pott. Und dann will ich mit dem chillen. So,
So, wo ist der Professor? Den Professor rekrutieren ist hier. Gefangene rekrutieren hier, Professor rekrutieren hier. Okay, let's go. Wir gehen mal kurz gucken, wie das Omega-4-Portal aussieht. Ah, da können wir reingehen. Ah, ich will da nicht reingehen. Ich dachte, wir können uns da irgendwo durchschießen. Okay, öffne den Scheiß. Nein, nein, zurück. Wo ist denn der Professor? Ah, da, Omega. Sperrzone! Ah, der ist hier? Okay. Okay. Okay, nehme ich entgegen. Kann man so mitnehmen. Aber wo war denn die Sperrzone? Menschen werden auf jeden Fall da sein. Das heißt, wir nehmen uns die und ihn. Oh, zwei Punkte. Betäubungsschuss, das will ich auf jeden Fall haben. Dann später ist das wichtig. Egal. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Slums. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Shuttle zur Quarantänezone, da rechts runter. Alles klar! Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die Turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Ja, wir müssen hier runter. Oh, Grüße. Ah, hier kann man was kaufen. Upgrade für plus 15% Munitionskapazität. Shepard 10% Gesundheit. Ja, das nehmen wir. Das kaufen wir uns. 90.000! Bisschen teuer, oder? Ah, fuck it. Wir sind rich bitches. Damit lässt sich was anfangen. 90.000 Bitches, wir haben 90.000 bezahlt. Was geht mit dem? Hallo. Grüße. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Keiner bei klarem Verstand würde für Bergungsgut diese Preise bezahlen. Außer ich. Und deswegen verkaufe ich auch kaum was. Senken Sie die Preise, dann kaufe ich vielleicht was. Nein, was? Ich einfach weiter. Sie haben recht. Sie kriegen alles, was Ihnen gefällt, zum ursprünglichen Preis. Und wenn Harrod davon erfährt, kümmere ich mich dann darum. Ich muss gehen. Nein! Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Nein, ich habe das gekauft. Wie viel kostet das jetzt? 25.000? Wir gucken, ob wir das Spiel nochmal laden können, weil das war jetzt sehr dumm. Nein, 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 der zockt mir nicht 90.000 ab. Oh ja, das ist bestimmt Normalpreis, man kann bestimmt nichts machen. Oh, dumm. Okay, nochmal das Ganze.
Scheiße. Bitch, bitch. Also habe ich die falschen genommen. Nein, gar nicht. Ich empfange Quarantänewarnung. Ah, shit. Okay, nochmal die ganze Scheiße. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Rüber. Ich habe Suchanfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Runter. Für mich ist das okay. Oh Gott, ey. Okay. Jeder Credit ist für ein Ticket. Das kennen wir schon. Und wenn Harrod davon erfährt, bitte sehen Sie an meinem Kiosk. Oh Gott, ey. Wie viel kostet das jetzt? 75.000, naja, gut, kommt leider. Das ist schon günstiger. Das sieht interessant aus. Was geht bei euch, ihr Bitches? Was ist das für eine? Pass mal auf. Gehen Sie, Mensch. Sagen Sie, Captain Gewahr, wir haben heute niemanden getötet. Ich kenne keinen Captain Gewahr. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue Ihnen nicht. Sagen Sie, Gewahr, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Watcher zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gewarns Männer kriegen uns nicht! Wir gehen! War nett mit ihm zu plaudern. Nicht mehr reden! Wir kennen Gewarns Tricks! Wir gehen! Geht mit Gott, aber geht. So, wie komme ich jetzt in diese scheiß Quarantänezone? Von da komme ich. Muss ich da hoch? Und dann rechts? Das ist richtig abgefuckt. Was gibt's hier? Guck mal. Auf jeden Fall. Die kaufen wir. Den kaufen wir auch auf jeden Fall. Bruder! Ich hab vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Kann ich noch nicht machen. Okay. Ich werde jetzt. Ich bin noch nicht asozial genug. Aber wir werden bald asozial genug sein. Was gibt's hier? Scheiß auf die erstmal. Ich will da erstmal irgendwo Richtung Piano. Verrückter Prophet, Grüße. So, ich will da runter. Ich will nicht runterkommen. Beschwerden sind sinnlos. Ich sagte doch, sie sollen verschwinden, Lady. Fresse, Alter. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Sag Fresse, Mann! Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Arya T'Loke hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Das Unser Gebiet Befehl lautet, wird geöffnet. Die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Sehen Sie mich an. Sehe ich aus, als würde ich plündern? Nein. Na also, ich gehe jetzt da rein und lege jeden Plünderer um, dem ich begegne. Und wer sich mir in den Weg stellt, dem passiert das Gleiche. Ich informiere die Wachen. Dann werden sie anstandslos... Moment! Mich halten sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl!
Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Die Mission ist wichtig. Sie müssen mitkommen, selbst wenn es gefährlich ist. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Sehr gut. Komm mit, du Pisser. So, meine Freunde der Sonne. Get on the ground. It's not safe in here. Okay. Nicht schießen, sie dürfen rein, ich schieß trotzdem. Normal darf ich. Viel Glück da drin. Die Blutsatz und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. MP. Wie sehen Sie, Shepard? Feinde bei uns. Pistole war jetzt nicht so nice. Los geht's! Aber mein Team macht das. Ich habe mich in all den Jahren an den Geruch brennender Leichen gewöhnt. Ist vermutlich kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich besser so. Wollen wohl verhindern. Ein Mensch hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Watcher. Ich muss morgen Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Kann ich ihm einen Tritt geben? Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, verdammt sollen sie sein. Ich kann nicht. Ich bezweifle, dass er uns hätte helfen können. Normal nicht, er ist ein Lappen. Ist es wirklich so heiß hier drin, oder ist es... Nein, das bin ich. Oh, das ist gar nicht gut. Besser. Kleiner Virus da wird ständig von den Socken hauen, oder? Bist du ein Mann oder eine Maus? So ein Scheißgelaber, Alter. Check the surroundings. Heute Morgen sind die Blutpflanzen vorbeigekommen. Sie haben was mit meiner Tür gemacht. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Vielleicht ein Kurzschluss. Sie sagten, sie wollen die Ausbreitung der Seuche kontrollieren. Dabei bin ich nicht mehr. Die wollen gar nichts kontrollieren. Die wollen den totalen Tod. Boah, wo gehen wir jetzt? Boah, wo gehen wir jetzt hin? Boah. Perfekt!
Und shit. Oh, der brennt. Der hat einen Punkt für Glitches. Was? Noch einer. Wechseln. Ja, easy peasy, Leute, dann haben wir die hier jetzt gerackt. Weil wir es einfach super duper drauf haben. Wir super duper cool sind. Das ist wertvoll. Und in der nächsten Folge schreiten wir durch diese Tür und werden, weiß ich nicht, ich hoffe, den Professor endlich finden und dann dick unsere Sache modifizieren. Haut rein und bis zum nächsten Mal.